Hallo und herzlich willkommen bei Spaß am Kochen. Und zwar Teil 2, wie versprochen, wir fangen gleich an mit was ganz was Leckeres, was ganz Geiles und was etwas, was ihr noch nicht gemacht habt. Was ist der Schatze? Keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung. Und zwar, ihr braucht jetzt, wir machen jetzt was Mediterraner-Technisches und etwas, was, wie soll ich das erklären? Also wir machen jetzt ein Mediterraner-Gericht, was aber eigentlich so ein bisschen nach der österreichischen Küche angepasst ist, auch vom Geschmack, weil wir übertreiben nicht mit den Gewürzen, allerdings schauen wir schon, dass das Ganze geil wird, ja? Und zwar, ich schwenke jetzt einmal der Rühm darunter. Somit könnt ihr das besser sehen, quasi, alle und alles. Ja? Und wir fangen an. Ich habe jetzt meine Zucchini mal geschält, das hat aber einen anderen Grund, einfach weil die Haut nicht mehr so schön ausgeschaut hat. Ich bin ehrlich, ich verschwende da kein Gemüse. Ja? Und das Gemüse jetzt, also diese Zucchini, ja, die tat sie jetzt einfach nur so vierteln. Ja? Und das machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben. Ja? Jetzt machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich wir entfernen die Mitte. Ja? Ihr seht, jetzt zeige ich euch gleich auch auf die Kamera. Ja, ihr seht, das sind diese Samen, ja, und alles drin, was sich jetzt bildet, und das schneidet man einfach weg. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel für eine Suppe nehmen. Schatzi, gibt mir einen Teller, dass ich das gleich reingebe. Also, das könnt ihr zum Beispiel für morgen für eine Suppe nehmen oder sonstiges was. Aber wir nutzen es das auf keinen Fall heute, ja, denn sonst wird das Ganze einfach eine Spur zu fettig, ja, weil genau dieses Zeug hier nimmt einfach die Fetten auf. Ja? Und deswegen schneiden wir das einfach weg. Am besten ist, ihr habt eine richtig fette Zucchini, ja, zu Hause und ein fettes Melanzani, weil dann tat sie euch am allerleichten. Das Ganze tun wir jetzt einfach nur so dritteln. Ja? Und jetzt habe ich ein bisschen was vergessen, da tun wir jetzt ein bisschen ein griffiges Mehl. Wie gesagt, wir machen es anders als sonst. Ja? Und, man, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber das ist ja wurscht. Das ist ja nicht so tragisch. Ja? Und in dem Ganzen geben wir jetzt zur Mehl dazu. Ja? Einfach nur einen Löffel Maizena. Maizena, das ist nichts anderes als Maisstärke. Es gibt auch Kartoffelstärke. Es gibt ja verschiedene quasi so Stärken. Und wir nehmen einfach so einen ganzen Löffel Maizena und geben es einfach dazu. Das Ganze mischen wir schön miteinander. Ja? Sehr gut. Ja, wer ist denn da? Ja, Mann, jetzt bin ich. Achtung, Durchsage. Bitte bei Nico und Claudia melden wegen morgen. Genau. So, da. Und zwar, wir haben jetzt einmal das Ganze einmal wunderbar vermischt, aber wir müssen das noch würzen. Ja? So, da. Jetzt nehmen wir unsere Melanzani. Die Melanzani ist natürlich auch etwas dicker und ist genauso. Ich bezeichne immer die Melanzani als ein Schwamm. Ja, weil sie genau so saugt. Ja? Also so quasi eine gute Hausfrau. Ja? Also sie hat halt gewisse Vorzüge. Meine Frau schaut, wenn ihr jetzt diesen Blick sehen könntet, sie hat mich jetzt angeschaut, sie wollte mich entweder ausziehen oder umbringen. Ich weiß es nicht, was der Blick bedeutet. Aber also reines Umbringen war das nicht. Das war eher so ein erotisches Augenzwinkern mit so einem Rrrr. Ja? So, da. Wie gesagt, die Sachen könnt ihr ruhig lassen, damit können wir einen wunderbaren an Gemüserisotto oder anderen Reis machen oder einfach nur zu einer Suppe dazu nehmen. Also bitte schmeißt das nicht weg. Ja? Das war ja bitte ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja? Jetzt habe ich noch ein bisschen so zwei kleine Stückchen, die sind mal übergeblieben von den Sachen, was ich jetzt unter der Woche gekocht habe. Die nehme ich jetzt einfach nur dazu, weil das wird geil. Leute, das wird sowas von geil. Ja? So, wer schreibt da so viel? Lies einmal was vor, Schatze. Der Manni hat nur geschrieben, der Blick, der töten kann, weiß. Nein, das war nicht der Blick, der töten kann, das ist der Blick, der auszieht. Ja, das ist der verführerische Blick einer Frau, die genau weiß, was sie an ihrem Mann hat. Jetzt schaust du aber blöd. Der Michi hat auch Chris Gold wieder geschrieben. Der Grüß war wieder dich. Dabei. Der Elisabeth hat geschrieben, Moment, das muss ich jetzt vorlesen. Hallo, ihr wart ja diese Woche sehr fleißig mit Videos. Vielen lieben Dank. Das muss ich alles am Wochenende nachholen, nachschauen. Schönes Wochenende.
Auch im Salzkammergut gut ist der Schnee fast weg, ja, bei uns auch. Bei uns auch leider, ja. Es regnet seit 2 Tagen. Jetzt hat er geschrieben, wenn man da jetzt zuhört, nimmt man was anderes. Was anderes habe ich auch nicht gemeint. So, jetzt haben wir mal unser Gemüse mal soweit fertig. Ja? Ich hätte eigentlich vorgehabt, dass ich auch noch ein paar Champignons etc. dazu mache. Nein, das werde ich jetzt nicht machen, weil das ist echt viel. Ja? Also man muss ja rechnen, wir sind die 2 Erwachsenen, 2 kleine Kinder und das muss jetzt einmal so passen, wie es ist. Ja? Dann tun wir jetzt hier auch noch ein Pfefferle dazu. Ja? Bitte seid nicht so geizig damit, weil die Kinder müssen auch lernen, dass man gewisse Gewürze schon von klein auf zu sich nimmt. Gewürze sind gesund, ja, in normalen Mengen. Ja. Und wenn die Kinder das jetzt als Kinder nicht kennen, dann werden sie es als Erwachsene erst nicht akzeptieren. Ja. Dann nehmen wir ein bisschen von unserer speziellen italienischen Kräuter. Das Ganze mischen wir einfach nur zusammen. Ja. Das schaut einmal wirklich schon extrem geil aus, würde ich nochmal sagen. Ja? Also so von Nico Deutsch Art irgendwas, ja. Dann brauchen wir noch ein wenig an Ingwer, das gibt das Ganze auch so ein bisschen Geschmackerl. Ja? So, angepatzt. Ich bin nicht schuld, Claudia ist schuld. Ja, ja. Einer muss schuld sein. So. Mhm. Jetzt das Ganze kann man einfach so ein bisschen miteinander so vermischen, ja, also so Jamie Oliver Style, ja, so einmassieren die ganzen Sachen, ja, so richtig so, oh, denken dabei an eure Frau, an ihre wunderschönen Rücken, ja, an ihren Smiley, an ihrem Gesäßteil, ja, und das Ganze kann man jetzt ein wenig so mit Schmeißen, so, das damit waschen. Ja, nachdem man es gewaschen hat, geht man es wieder da dazu. Ja, also ich muss schon vorsichtig sein. Ich meine, ihr könnt jetzt eine Schüssel nehmen, ein paar Mal umrühren, war genau der gleiche Effekt. Und jetzt hat man da dieses Mehl, ja, und jetzt hauen wir einfach die Sachen da rein. Ja, ich hole mir jetzt einmal das geile Deckelchen, was dazugehört. Ja, meine, da gebe ich da recht. Was denn? Massiere lieber deine Frau. Das tue ich sowieso, nicht immer, nicht oft. Aber ich habe ihr ein Vibrationsmassagegerät besorgt, nur sie nutzt es nicht. Also ich verstehe das sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie ich mir damit den Rücken massieren soll. Den kann man dran. Ja, super, ich mit meiner rechten Hand, genau. Dann mach's mit der rechten. Sonst bist du auch ziemlich begabt damit. Wenn ihr dieses Gesicht jetzt sehen könntet. Jetzt zeigt es, wie es mir geht. Alles muss man selber machen. Ja? Nein. Komm jetzt hier nichts damit. Ja? So, ihr seht, das schaut jetzt einfach nur geil aus. Ja? So, da. Jetzt darf man sich jetzt einmal so herrichten. Ja? Jetzt nehmen wir es einmal außer. Ja? Also das ist jetzt in Mehl und in Stärke quasi so eine Art paniert. Ja, und das verhindert jetzt natürlich, dass die ganze Soße außergeht, aber natürlich, das verhindert auch, dass zu viel Öl aufgenommen wird. Ja? Ich meine, wir haben eh schon ein bisschen vorgesorgt, je nachdem wir eben die Mitten ausgeschnitten haben, also diese schwammige quasi Teile vom Dings, ja, da muss man jetzt ein bisschen langsamer sein. So, jetzt hauen wir das noch einmal rein. Also wie gesagt, diese Tupper-Geschirre sind sehr praktisch. Ihr könnt euch bei der Petra melden. Sie macht das für euch, sie besorgt die für euch. Das funktioniert ziemlich gut. So, da. Und fertig, liebe Leute. Seht ihr das? Und das Zeug braucht ihr nicht einmal wegschmeißen. Das könnt ihr genauso wieder beim nächsten Mal, morgen, übermorgen, wenn ihr wieder, nachdem ihr euren Gaumenorgasmus geholzt habt, noch einmal verwenden. Denn da spricht ja nichts dagegen, etwas mehrmals zu verwenden. Ja? So. Also wie gesagt, ich habe schon am Anfang schon gemerkt, dass ich übertrieben habe. Allerdings, ihr könnt noch die Champignons reingeben, ihr könnt andere Sachen reingeben. Da spricht ihr nichts dagegen und wenn ihr fertig seid, einfach zudecken und adios amigos. Ja? So, jetzt machen wir was anderes als sonst. Ja, wir tun das jetzt nicht so wie immer einfach nur mit wenig Öl anbraten, sondern das muss jetzt richtig in Öl schwimmen.
Ja? Und währenddessen, während das quasi hier jetzt auf eine langsamere Flamme, also wir gehen jetzt auf 6 runter, ja? Was hat man gesagt? Langsam braten, damit der Geschmack sich entfalten kann und damit das Ganze besser schmeckt. Und dann, wenn das Ganze quasi fertig ist, kommt es im Backofen bei ungefähr 120 Grad zum Nachziehen. Also, offen auf dran. Wollte ich gerade sagen. Da war doch was. Da war doch was. Da war doch was. So, 120 Grad. Hallo Carina, Klappe die zweite, gell? Ja, ich nehme einfach jetzt so eine Schüssel, das ist ein hitzebeständiges und das geht nachher im Ofen. Und genau das gleiche, ja, wir stellen einfach ein bisschen Papier rein, dass doch die überschüssige Fetten quasi reinkommt. Ja? Währenddessen kann man schon das Ganze so reingeben ein bisschen, das soll sich jetzt einmal schmoren langsam. Ja, das ist ganz wichtig, das soll langsam gehen und das soll eine schöne knusprige, also knusprig werden und das soll eine schöne Farbe bekommen. Ja. Hi Martina. Das ist auch jetzt ein Gericht, was eigentlich sehr schnell geht, was sehr lecker ist, aber ihr bitte nicht zu schnell kocht. Ja, ganz wichtig. Irgendwie geben wir heute die Caro und die Angie. Ja, stimmt, gell? Mhm. So, jetzt, nachdem wir jetzt das ganz langsam so vor sich hin quasi fressen lassen, lassen wir jetzt den Rest machen. Und zwar, ihr braucht jetzt zwei verschiedene Sachen. Und zwar, wir machen jetzt einmal eine Ramsauce mit Leinsamen und Walnüsse. Und wir machen auch noch eine. Wer kann mal sagen, was das ist? Avocado! Avocado! So, wir machen auch noch eine Avocado-Soße. Ja, die Avocado-Soße macht sie ja so, ganz einfach. Ja, ich weiß nicht, warum alle immer die Avocado schälen. Ja, seht ihr das? Zack, zack. Und jetzt für diejenigen von euch, die zum Beispiel einen eigenen Avocado-Baum zu Hause haben wollen, ihr braucht jetzt eigentlich 3 Zahnstocher da reingeben und das einfach in ein Glasl mit Wasser. Ja? Ungefähr in 5 bis 8 Wochen, ja, kommt dann ein kleines Wurzelchen heraus und die Sache ist erledigt. Ja? So. Moment, ich probiere das jetzt einmal zum Wiederholen. Zucchini, Aubergine, nein, nicht Aubergine. Ja, ist Komm, Melanzani. Melanzani auf Tomatencarpaccio mit Avocadosauce und Sauersoße. Genau. So, für die Avocado, ja, brauchen wir trotzdem Sauerrahm. Mhm. Ja. Jetzt mal Senf bitte raus. Mhm. So, dann nehmt ihr ungefähr für die 2 Avocados einen halben Becher. Klatsch. Ja? Dann braucht ihr einen Schuss Olivenöl. Na? Entschuldige, das sitzt hier nicht. Komme ich einfach da hier, das könnt ihr jetzt besser sehen. Genau. So, dann nehmt ihr bitte 1,5 solche Zehen Knoblauch oder eine ganze Fette. Ja? Ich nehme jetzt die 2 kleineren. Ja, das kleine ich dennoch, damit der Mixer sich nicht so viel quälen muss. Ja. Und dann kommt der nächste leibende Trick. Was hat es denn leicht gehabt, Michi? Ihr nehmt einfach nur einen Löffel, das Avocado, und dann fahrt ihr so rein. Also ihr braucht nichts schälen, nichts irgendwie umeinander tun. Ja. Ihr fahrt einfach da rein. Ja. Seht ihr das? Und bitte, dafür verwendet ihr wirklich nur gatschweiche, reife Avocados. Ja? Ja, bis Montag hätten sie nicht überlebt. Deswegen haben wir gedacht, ich nehme es mit. Genau. Mhm. Naja, die hätten sie nicht überlebt, weil von der Farbe sind sie gut, aber sie werden noch gatschiger. Mhm. Ja? Also diese harten Avocados für so eine Soße sind nicht geeignet. Erstens einmal haben sie zu wenig Geschmack und zweitens einmal sind sie viel zu hart. Ja? Und harte Sachen sollten die Männer in ihren gemacht haben, aber sonst nicht. Ja? So, da. Dann nehmen wir noch ein letztes dazu.
Und ihr seht, das brutzelt ganz langsam vor sich hin und wir haben mehr wie genug Zeit, alles auf einmal herzurichten. Die Familie war froh, wenn sie wirklich so ein leibendes Essen kriegen tät. Ja? Ich schmeiß es weg. Mhm. Ich empfehle euch auch nebenbei so in Backofen, zum Beispiel jetzt, wenn man nachher das Ganze reingibt, ein frisches Baguette reinzugeben und ein paar Toastbrotscheiben, je nachdem, was ihr zu Hause habt, ist sicherlich Kaffee. Ja? Jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut von der Farbe. Nein, noch viel zu früh noch. Ja? Schauen wir mal da hier, wie schaut das aus, noch viel zu früh. Das kann man jetzt ein bisschen, sogar die Hitze, auch dran. Ja? Entschuldigung, Prost. Man merkt, ich verdurste. So, und jetzt in dem Ganzen geben wir auch noch einen Spritzer Senf. Ja. Sehr gut. Und jetzt haben wir das Ganze mixen. Ihr könnt es natürlich auch mit der Stampfer stampfen. Ich habe keinen Stampfer, also keinen Kremsa-Stampfer. Ich mache das einfach so. Ja? Total. Was braucht man jetzt noch da drinnen? Wir brauchen jetzt noch Salz. So. Wir brauchen jetzt noch ein wenig am Pfefferle. Da braucht es jetzt nicht Schredden und nichts irgendwas umeinander. Ihr braucht einfach nur die Sachen. Und jetzt brauchen wir was ganz Wichtiges. Nämlich ein wenig an Zitronensaft. Warum Zitronensaft? Weil es einfach irrsinnig gut zum Avocado passt. Ja. Dann nehmen wir jetzt eine Bio-Zitrone, weil einfach da war. Und das Bio-Zitrone kann man jetzt eine. Nein, alle Zitronen sind Bio, auch wenn es mit irgendwas ist, weil die kommen ja von der Natur, aber ist eh wurscht. Ja. Und das gibt man jetzt einfach eine. Zack. Fertig. Die Kerne aufheben oder schmeißt du was weg? Das schmeißt weg. Die Kerne. Die kannst du weg. Ich habe jetzt schon zwei Bäume. So. Grüß dich, Herr Bauer. So, jetzt schauen wir mal. So, noch einmal mixen. Und jetzt ist wichtig, dass wir wissen, ob das gut schmeckt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Oh, die Sabi ist auch. Boah, schaut, die kommen. Ja. Kosten. Kaum im Orgasmus, oder? Also, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube. Das ist jetzt ein Kaum im Orgasmus, Leute. Das ist jetzt der Wahnsinn. Ja? Die Dinger haben auch schon jetzt ein bisschen eine Farbe gekriegt. Die kann man jetzt schon einmal umdrehen. Ja. Tut mir leid, ich muss jetzt die Duftfarbe auftragen, weil sonst gleich schaltet sich mein Feuermelder. Mhm, und der ist ziemlich laut. Ja. So da. Nimmt er was. So. Wenn ihr sowas abputzt, bitte immer den Mixer rausnehmen. Ja? So ein kleiner Sicherheitshinweis. Ja? Und da muss man jetzt das Ganze putzen. Und da hier gibt es auch so einen super Teil von Tupperware. Ja? So ein Mini-Spatten quasi, mit dem man alles richtig zu putzen kann. Schatze, gib mir dann ein Geschirr, bitte. Oh. Naja, dass sich das da ausgeht. So, also das ist echt so gut, dass man da... Ja. Dass man das quasi jetzt einmal aufmacht. Ja,
Genau. So, das ist sehr gut. So, also, wie gesagt, das ist jetzt der Gaumenorgasmus für alle Superspezialisten. Hi Caro, bist du uns schon gegangen? Aber die Anki war so nett und hat den Namen dazu geschrieben. Sehr brav. Mhm. Also warum braucht ihr so einen Gummihund zu Hause? Ganz einfach, damit ihr natürlich nicht zu viel verschwendet. Ja? Denn mit sowas kann man richtig alles abputzen. Ja, weil sonst meine Frau bringt mich um. Eigentlich, so wie ich sie jetzt gerade sehe, würde sie am liebsten jetzt mit der frisch gebackenen Baguette eingreifen und das aufessen. Ja. Ja? Da kannst du abstecken. Sehr gut. Mmh. Lecker Schmecker. So, die erste Soße ist fertig. Das kann ich jetzt ein bisschen ziehen, dann schmeckt das natürlich noch besser. Und jetzt machen wir die zweite Soße. Für die zweite Soße, das geht jetzt ein bisschen anders, da geben wir jetzt einmal nur Sauerrahm hinein. Ja. Und am Anfang wollte ich, wenn ich ehrlich bin, wollte ich das Ganze so machen, dass ich jetzt quasi den frischen Knoblauch reingebe, da bin ich aber drauf gekommen, nachdem wir das jetzt schon essen, ja, bringt man das nicht viel, ja, weil natürlich der Knoblauch sich noch nicht entfalten kann. Also nehme ich mir meinen frisch gemixten Knoblauch und davon gebe ich jetzt einfach einen kräftigen Löffel. Ja, und da sind wir wieder fertig mit dem Knoblauch. Also die Knoblauchpaste macht sie einfach mit Olivenöl, dann gibt sie rein ein bisschen an Salz, ja? Und einfach nur Knoblauch, das Ganze mixt ihr schön zusammen und ihr habt eine wunderbare Knoblauchpaste. Ja? Und die könnt ihr nicht nur einmal verwenden, sondern das ist haltbar. 2, 3, 5 Wochen im Kühlschrank, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, so lange ist es gar nicht geblieben. Aber es funktioniert ziemlich gut, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Dann, also jetzt haben wir den Sauerrahm, wir haben den Knoblauch, dann gibt es was Geiles, nennt sich nämlich Remouladensauce. Ja? Die Remouladensauce geben wir auch noch rein, nicht zu viel, nur ein bisschen was, das ist nur fürs Geschmack. Dann kommt drinnen noch ein bisschen Salz. Ja? Dann geben wir Schnittlauch. Ja? Dann geben wir ein wenig Pfefferle. Ja? So, dazwischen muss ich diese Dinger rausnehmen, weil die schauen wirklich schon sehr, sehr, sehr pervers geil aus. Ja, danke, sonst geht's gut. So, jetzt kann man die Dinger schon rausnehmen, weil die sind wirklich schon tiptop. Schaut sie nicht nur den Baguette, dass wir den gleich rauen geben können. Ich trage das einmal um, damit ihr das seht, das ist wirklich jetzt und ganz knusprig da drauf. Ja, Baguette aus dem Tiefkühler, ja klar, brauchen wir ja ein bisschen was. Ganz oben sind die Brote. Und da geht's. Ja, das kommt davon, wenn meine Frau nur 2 Tage in der Woche bei mir oder bei uns zu Hause ist. Ganz einfach. Nicht? Müssen 2 Baguettes oben sein. Jetzt heißt es. Kräuter bitte. Weil Knoblauch hat man jetzt überall drinnen, das war zu viel Knoblauch gewesen dann. Okay. Ja. In den Backofen. Ja. Mit oder ohne Papier? Ohne Plastik. Der Rest ist mal wurscht. So, also, wir haben jetzt den Sauerrahm, wir haben Salz, Pfeffer und Knoblauch. Wir haben einen frischen Schnittlauch. Dann kommt dennoch ein bisschen an Olivenöl dazu. Dann brauchen wir ein Schuss Balsamico-Essig. Ja. Der helle Balsamico ist ein bisschen verschwunden. Ja, sicher. Bianco Con. Hä? Absentio Conegio Bianco. Essig aus Weißen Essig, okay. Wo ist mein Balsamico? Weiß ich nicht. Ist wurscht, nehmen wir das da.
Also ihr braucht auf jeden Fall, also bitte kein Apfelessig in dem Fall, das ist jetzt italienisch-mediterraner. Wir nehmen jetzt einen Weintraubenessig, das ist ungefähr das gleiche wie Balsamico. Ja? So, dann braucht ihr ein paar Nüsse. So, das stelle ich jetzt einmal so auf die Seite. Dann braucht ihr ein paar Walnüsse. So. Bitte schaut, dass die Nüsse nicht ranzig sind, schaut, dass die Nüsse frisch sind. Also die vom voriges Jahr, bitte, also vom vorvoriges Jahr 2019, bitte nicht verwenden. Wenn schon, dann schaut, dass es wirklich frische Nüsse sind. Jetzt quasi, ich sage mal, von August, September. Ja, weil die schmecken natürlich ganz frisch, ganz gut. Ja, der Jodgehalt, alles passt. Sind nicht zu trocken und das passt auch dementsprechend gut. Ja. Du musst den offenen Bengel stärker auftragen. Wegen der Baguettes. Achso. So da. Macht bitte das Ganze nicht so zum Staub, das müssen schon auf die Stückchen sichtbar sein. Ja, also das macht dann das Ganze, die ganze Geschichte so ein wenig besser, ja. Also das ist dann etwas, wie gesagt, was man nicht da überall irgendwie so umeinander kriegt. Das muss man schon selber machen, ja. Also, als ich noch Koch war, habe ich ein, zwei Mal sowas gemacht und da kann ich mich noch genau erinnern, da war an, ich weiß nicht, wie der heißt, der Rechtsanwalt Doktor irgendwas, ein Stammkunde bei uns, der ist gekommen, der hat gesagt, der macht den Griff, Party und ich soll ihm nur diese Soße machen. Weil diese Soße, auf diese Soße dreht sich seine ganze Grillparty. Ja? Nachdem der dann quasi 5 Kilo oder 4 Kilo davon bestellt hat, ja, ist dann am nächsten Tag gekommen nach seiner Grillparty, hat gesagt, die Leute haben alles aufgegessen und er hat dann mal Hunderte in der Hand gedrückt und hat gesagt, Dankeschön Herr Koch, das war die geilste Soße ever. Ja? Also probiert es auch, das ist wirklich die geilste Soße ever. Und die gleiche Soße könnt ihr machen, ja? Auch bitteschön mit einem Wengel Gurke, also frische Gurke dazu. Ja? Aber nicht zu viel, also das soll ja kein wie heißt das Ding? Das soll ja keine Tzatziki sein, sondern soll eine Soße sein. So, da jetzt brauche ich etwas und ich finde es nicht, Leinsamen. Schaut, sie weiß, was da das ist. So, da braucht sie noch ein paar Leinsamen. Auch wieder nicht viel, nur so ein bisschen was. Leinsamen sind gesund, ja, und die helfen für die Verdauung. Ja. Und deswegen geht man diese auch rein. Ja? Was wir noch nicht drinnen haben, das ist ein bisschen Zuckerle. Allerdings, da braucht ihr wirklich nur so eine Prise. Ja, das ist nur, damit der Essiggeschmack ein wenig neutralisiert werden kann. Und auch die Säure vom Sauerrahm. Ja? Das Ganze rühren wir jetzt ein bisschen um. Ja? Ihr könnt es natürlich, wenn ihr nicht so schnell rühren könnt wie ich, einen Schneebesel nehmen. Das funktioniert genauso gut, da spricht ihr nichts dagegen. Und ihr seht, das funktioniert echt gut. Also, so da. Und wenn wir jetzt die da rausgenommen haben, für die letzten geben wir dann das Ganze in den Ofen hinein, damit es dann dort quasi vollendet werden kann. Also von der Farbe bin ich echt zufrieden. Also das schaut wirklich gut aus. Ja. So da. Das drehen wir um. Und jetzt werden wir mal schauen, ob das so passt. Wenn was nicht passt, wird passend gemacht. Ein bisschen Salz und ein bisschen Essig brauchen wir noch. Also Salz. So, da gebe ich auch bei der Gelegenheit ein bisschen mehr Schnittlauch rein. Ich bin eigentlich ein Trottel, weil ich hätte eigentlich jetzt ein bisschen Jungzwiebel reinschneiden können, den habe ich jetzt vergessen, aber das macht nichts. Wir haben eh schon Schnittlauch drinnen. Das macht gar nichts. Und jetzt haben wir noch ein bisschen an Essig dazu. Ja. Micha geschrieben, das duftet schon durchs Handy. Ja, das duftet echt schon wirklich geil, ja.
Also ich finde es irgendwie unfair, meine Frau trinkt und ich vergesse immer drauf. Also wirklich, dieser Wein ist echt der Wahnsinn. Ja? Also ich muss sagen, das ist echt der Wahnsinn. Hat die Kerstin deinen Geschmack erwischt? Aber voll. Also man riecht sogar die Trauben, also wirklich, wenn man in diesem Wein riecht, riecht man die Trauben. Sehr gut. Na, also irgendwie kommt mir vor, dass dieser Essig zu schwach ist. Na, das ist ja auch ein schwacher Essig. So, jetzt passt das. Wozu braucht man dieser Essig? Damit man einfach, wenn man dann die Soße drauf leert, natürlich das Ganze besser schmeckt. Ja? Und wie gesagt, ihr könnt es ruhig auch, wenn ihr zu Hause habt, ich habe leider jetzt keine gehabt, einfach eine, also bei der Menge jetzt bei 1,5 Becher Sauerrahm, könnt ihr ruhig so eine halbe Gurke quasi überreißen und dann auspressen, ja, und dann dazugeben. Ja. Das ist wirklich der kaumen Orgasmus des 21. Jahrhunderts. Und das ist, boah, echt passt. Das war's, mehr braucht man nicht. Yummy. So, Schatzi, du kannst das auch schon kosten. So, schauen wir mal an. Perfekte Farbe. Perfekt. Jetzt braucht noch ein wenig. Das kann man schon wegnehmen. Jetzt braucht noch ein bisschen. Ja. Wie gesagt, wichtig ist, dass sowas jetzt langsam geht. Ja. Denn alles, was zu schnell geht, ja, ist es verbrannt, aber hat keinen Geschmack. Ja. Also das müsst ihr euch so ungefähr vorstellen wie Gulasch. Wenn ihr jetzt Gulasch macht, ein Gulasch schmeckt auch erst am nächsten Tag besser. Ja. Und beim Melanzani und Zucchini ist genauso, alles was zu viel Hitze bekommt, ja, schaut euch das an, das ist einfach eine wunderschöne Farbe. Also alles was ihr zu schnell macht, das kann nichts, ja. Das ist einfach nur verbrannt oder in der Mitte roh noch, ja. Und der Melanzani und Zucchini, die brauchen schon ein wenig Zeit, ja, damit das Ganze sich wirklich entfalten kann, damit das Ganze einfach nur so an Geschmack kriegt, ja. Und ihr seht auch, also durch diese Panade, was wir jetzt gemacht haben, mit den Stärken, ja, also das ist richtig knusprig alles jetzt geworden, ja. Und das hauen wir jetzt in den Ofen rein, ja. Hi Andrea, grüß dich, Herr Flicker. So, jetzt haben wir schon unsere Sachen fast fertig. Jetzt kümmern wir uns schnell um unseren Teller, Fleisch. Ist jetzt nicht fast Fleisch eingeräumt. So, genau. Ja. So, jetzt kommt es bitte in den Kühlschrank. Und dann brauche ich bitte zwei kleine Teller und zwei große Teller, mein Schatz. So, da. Zwei kleine große für die Kinder, oder? Genau, so ungefähr. So ungefähr. So, da. Jetzt haben wir natürlich unsere Dinge, weil wir haben gesagt, wir machen ein Carpaccio. Ja. Und damit ihr seht, wie man das richtig macht. Also ich mache das jetzt so, dass ich nur hier ein Teller anrichte, die andere außerhalb der Kamera. Hallo, hoffentlich seid ihr mir nicht böse. Ja. Ihr braucht ein scharfes Messer, aber wirklich ein scharfes Messer, ja. Denn man muss hier wirklich auch schneiden können, ja. Denn ein Carpaccio, ja, bedeutet nichts anderes, als dass die Scheiben wirklich hauchdünn sind. Ja? Und wenn ich hauchdünn sage, meine ich auch durchsichtig. Ja? So da. Die müssen nicht perfekt sein. Es muss nur halt wirklich dünn sein. Ja? Ich glaube, bei den Kindern kann ich mir das sowieso sparen, weil die wissen das noch nicht zu schätzen, aber vielleicht geht mir noch ein bisschen was dazu. Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Ja? Das ist beim kleinen Kindern, so wie meine sind, ist ein bisschen so eine schwierige Geschichte, sowas. Ja? Aber das macht ja nichts. Ja. Michi klingt sehr aus, wünschen uns noch einen schönen Freitag. Danke. Bis zu einem genießen und brav bleiben. Na, sicher nicht.
Lieber Michael, schönen Freitag noch. Tut mir leid, aber brave Menschen kommen in den Himmel und Menschen wie uns kommen überall hin. Oder Menschen wie wir es heute sein sollen. Caro, melde mich nachher bei dir. Da war. So, Schatzi, nimmst du mal den Mais und musst ihn bitte einmal auswaschen. Degel, tapfer. Einmal schauen, ob da einer trifft, aber trotzdem auswaschen. Passt. Sollte eh nicht, weil der ist jetzt ziemlich frisch, aber trotzdem. Also ganz wichtig immer, wenn ihr Sachen so ein Tupper-Geschirr habt, wo ihr nicht ungefähr wisst, wie lange die schon da drinnen sind, einfach einmal wirklich einmal auswaschen oder einfach nur öfters einmal die Nase reinstecken, ja, damit ihr wisst, dass eh alles passt. Aufpassen, weil das Messer habe ich schon geschliffen und das ist ein ziemlich scharfes Teil jetzt. Wow! Fast. So, da. Das kann man jetzt schon abdrehen. So, da hinten ist ein kleines Tellerchen. Das nehmen wir einfach in ein kleines Tellerchen, das restliche, und geben es einfach zum anderen dazu, bis wir da fertig sind. So. Links raus und kommt wieder rein. Ihr seht eh, durch die Panade und alles ist ziemlich viel Öl übergeblieben. Also ich denke, sagen über so um die 80%. Und genau aus dem Grund hat man das geschnitten. Und genau aus dem Grund haben wir eben das Ganze in diese Panade gemacht, damit der Öl sich einfach nicht einsaugt. So, das Ganze ist natürlich super geil knusprig, genau so wie es sich gehört. Jetzt machen wir unsere Carpaccio-Teller fertig. So, das geht ziemlich schnell. Ja. Also Kerstin, dein Wein wird schon schnabuliert, gell? Genau, der ist sehr, sehr, sehr lecker. Mein Gott, sieht das zuschaut. So, da. So, ihr könnt natürlich jetzt auch ein bisschen Salat dazugeben, wenn ihr zu Hause habt. Wenn ihr ein bisschen Chicorée habt, könnt ihr so ein, zwei Blätter dazugeben. Ja, spricht ja auch nichts dagegen, bitte. Also nutzt eure Fantasie, um das Ganze zu dekorieren, ja, oder richtig zu dekorieren. Was kann der Knoblauch? Der Knoblauch haben wir einfach vergessen. Also der war gewesen für die Dings, aber ich wollte nicht schneiden und darum habe ich die Paste verwendet. Florian wünscht der Brest. Stimmt, gute Idee. Ja, ja. Prost. So, da. Jetzt machen wir ein bisschen so das Ganze. Muss ich schauen, weil... Ja, das ist ein besser. So. So, ich sehe es zwar nicht, aber ist ja wurscht. Ist ja nicht so einfach. Ah, Video ist ziemlich hell. Das passt schon. So. Mag das, Jassi? Sie stürzt sich über die Topfenschnitte, dass sie bis morgen ziehen kann. Sehr gut, Jassi. So, jetzt haben wir jetzt einmal das Ganze einmal so weit gut fertiggestellt. Ja? Jetzt nehmen wir ein paar von unseren Maiskernl. Die passen nämlich ziemlich gut dazu. Ja, Schatzi, wir sehen uns morgen davor. So, ich darf jetzt natürlich alles verwenden, weil bringt mir nichts, wenn jetzt 5 Kerntel überbleiben. Ja. Außerdem, meine Frau liebt Mais. Also muss ich ihr sowieso alles reingeben. So, dann ein bisschen Salz in die ganze Geschichte. Dann bedienen wir uns noch einmal an unseren italienischen Kräutern. Ja, bitte jetzt nicht mehr zu viel davon, wirklich nur ganz wenig. Das soll einfach das Ganze ein bisschen schmackhafter machen. Ja. Da
Dann gibt es heute für meine Frau, da sie nämlich eine Kürbiskernel-Fanatikerin ist, ja, kriegt sie heute ihrs natürlich ein bisschen anders. Wartet mal, damit man das auch sieht, was sie kriegt. Mache ich das Ganze ein wenig so. Ja, Caro, das stimmt. So, meine Frau kriegt das Ganze mit ein paar Kürbiskernel. Oh. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das zu 100%, ja, wirklich zu 100% vegetarisch ist. Ja. Denn wir haben eigentlich nichts, absolut nichts Fleischiges verwendet. Ja. Also man könnte sagen, nein, das ist wirklich vegan. Ja. Weil wir haben keine Eier, keine Käse, also jetzt kommt dann ein Käse dazu. Also Käse kommt schon dazu, aber vegetarisch ist halt auf jeden Fall. So, wir haben jetzt die Kürbiskerne drauf. Dann braucht man... Ja, einen schönen Abend, Elisabeth. Ein Kürbiskernöl. Natürlich. Das kriegt jetzt meine Frau. Aber mein Parmesan, du willst ja auszahlen. Ja. Da braucht sie auch nicht so viel drauf, da sparen, gell? Wollt ihr dabei die Kinder? So, hi Robert! Hallo Robert, grüß dich! So, wir haben dann so einen Trauben-Bio-Creme Modena. Ja, Creme Modena ist eigentlich nichts anderes als Balsamico-Essig, reduziert mit Honig meistens oder mit Zucker, je nachdem wie man es macht. Und das Ganze kommt dann ganz am Schluss einfach oben drauf. Ja? Aus Gemüse. So, da. Lecker schmecker. So, jetzt nehmen wir einfach das Gemüse und jetzt schauen wir mal, wie wir das anrichten. Ja? Dann nehmen wir sich einfach so ein paar Stückchen mit, so ein Zucchini, ein Melanzani. Schmeiße ich gleich raus. So. Also manchmal sind die Kinder ein bisschen wählerisch, also das passt eh so. Manchmal sind die Kinder wählerisch, die sagen dann, oh, sowas esse ich nicht, aber mit der Soße essen sie es sehr wohl. Ja? So, da. Jetzt ist der Papa dran. Hallo, Papa. Hallo, Babys. Du machst was ganz Leckeres. Ja, ich mache was ganz Leckeres, richtig. Wir haben es gesehen auf dem Video. Ihr habt das bei der Oma auf dem Video gesehen? Ja, das haben wir es gesagt, aber das ist gar nicht dunkel. Das ist aber toll. Kann man ein bisschen spielen? Jetzt könnt ihr noch 2 Minuten spielen, allerdings. Allerdings, bitte, Hände waschen dann in 2 Minuten. Nein. Du sollst aber schon Hände waschen, Schatzi, wir können schon essen eigentlich. Oh Mann, ist doch Manu, nach dem Essen kannst du eh spielen, Manu. Ich glaube, mein Sohn ist zu viel Pfiffke geworden. Hallo, deine Urgroßeltern waren Bayra. Deine Urgroßeltern, meine Urgroßeltern. Deine Urgroßeltern. So da. So, und jetzt hat man eigentlich diese so ein bisschen alle so miteinander, so für die Erwachsenen ein bisschen mehr, hätte ich einmal sagen. So, so und so. So, die Kinder kriegen noch so ein bisschen was. Und jetzt haben wir natürlich zweimal Gaumenschmaus, Gaumenorgasmus. Brauchen wir 2 Löffel. Ja, und jetzt tun wir das Ganze so ein wenig so. So. Also da braucht sie wirklich nicht sparen, nicht irgendwie glauben, dass es zu wenig sein sollte oder sonstiges was. Einfach nur draufhauen, den mit dem zugehörigen quasi Baguette ist das Ganze natürlich unglaublich geil. Jetzt ja. Habe ein bisschen gepatzt, aber das ist ja wurscht. So, nimmst du mal bitte Mozzarella raus für die Kinder oder einen anderen Weichkäse. So, wenn ihr geröstete Pinienkerne habt, natürlich bitte gebt jetzt einmal die Pinienkerne auch drauf. Den geriebenen bitte, ja. Also eigentlich zuerst gehört die Creme Modena rauf. Die Creme Modena, die ist echt da. Also es gibt immer so eine Reihenfolge, quasi, wie man das macht. Papa, da heute ist unser Bein. Macht nichts, Schatz, machen wir gleich.
Soda. Also so ein Cremo Denno, Leute, das ist echt der Wahnsinn. Und das schmeckt echt, echt, echt super gut. So, bei den Kindern geben wir jetzt einen normalen Kass. Und beim Papa auch anscheinend. Irgendwie das Speziale hat er auch. Genau, und meine Frau kriegt natürlich das Speziale. Also ich brauche auch ein bisschen Parmesan, weil ein Parmesan passt ziemlich gut dazu. Ich bin mir zu erinnern darauf, dass das einmal richtig ist. Das ist wirklich echt nur urwillig. Ja, passt. So da. Ich habe leider keine frischen Kräuter, aber jetzt war zum Beispiel extrem gut so ein bisschen ein frischer Petersil dazu. Ja, das war sicher kein Fehler. Und jetzt, liebe Leute, ja, ein Gaumenschmaus. Ein Mega-Orgasmus, ein Gaumen-Orgasmus hoch 10, das ist es, Leute. Und dafür habt ihr gewartet, um das jetzt einmal zu erleben. Kommst du? Ja. Viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß beim Spaß am Kochen. Dankeschön, dass ihr da wart, Dankeschön, dass ihr für uns da seid und Dankeschön, dass ihr überall mitmacht. Wir täten euch, uns freuen für viele, viele Daumen hoch. Wir täten uns freuen, wenn ihr unsere YouTube-Seiten auch noch abonniert, damit wir noch mehr Fans kriegen und damit noch mehr Leute diese Köstlichkeiten mit uns genießen können. Wir freuen uns auf unser nächstes Video. Morgen machen wir wieder so ein Special, quasi Lango-Special. Und das sehen wir sich morgen in der Früh um 8:30 Uhr. Genau. Pfiat euch. Schönen Abend noch. Pfiat euch. Baba, genießt es.